als Zuwendung begreifen, als Nächstenliebe, die jedem Menschen gilt, dann ist diese Forderung wahrscheinlich zeitlos. Über tausende, über hunderte Jahre zeitlos. Wenn wir uns aber konkret die Frage stellen, was heißt denn im Jahr 2018 Nächstenliebe zu leben, dann ist das schon eine Herausforderung, über die es sich lohnt, auch nachzudenken. Ich möchte das heute versuchen und auf die Texte der Schrift eingehen und Ihnen dann ein bisschen etwas noch über die Caritas zu erzählen. Die Lesung aus dem Brief des Johannes heute ist sehr kurz und hat aber für mich eine sehr schöne Botschaft. Wir sind Kinder Gottes und auch in dieser Eltern-Kind-Beziehung geht es um Begegnung. Ich habe das vorher schon gesagt, alles Leben ist Begegnung. Auch diese Eltern-Kind-Beziehung, dieser Dialog, in den wir hier kommen, ist eine ganz wichtige Form von Begegnung. Die Basis dieser Beziehung und dieser Begegnung ist die Liebe, die uns Gott schenkt. Und das ist auch in der Lesung so schön zu hören. Wir sind von Gott Geliebte. Ich selbst habe 4 Kinder. Die sind schon relativ groß. Mein Ältester ist 23. Ich habe Zwillinge, die sind 21. 3 Buben und dann noch eine Tochter bekommen, die ist 17,5. Und alle Väter im Raum werden jetzt verstehen, warum die Töchter die besondere Herausforderung sind. Und mit 17,5 sozusagen noch einmal eine besondere Herausforderung. Sie ringt um ihre Freiheit. Ich ringe darum, manches Mal noch Einfluss nehmen zu dürfen in ihr Leben. Und das ist nicht immer ganz friktionsfrei. Manchmal streiten wir auch ganz ordentlich. Wie es halt auch zwischen Eltern und Kindern durchaus der Fall sein kann. Aber es gibt eine Basis zwischen uns, die in etwa so lautet, auch wenn wir ordentlich streiten, wissen wir, dass es eine tiefe Liebe zwischen uns gibt, die uns diese anstrengenden Momente aushalten lässt. Manchmal sagen wir uns das auch, das haben wir gelernt, dass uns das gut tut. Meine Tochter zu mir und ich zu ihr, da gibt es dann manchmal so Sätze, ich halte dich im Moment überhaupt nicht aus. Also das ist nicht immer so schön formuliert, das ist jetzt die kirchentaugliche Version. Ich halte dich im Moment gar nicht aus, aber du sollst wissen, ich habe dich unglaublich lieb und daran ändert sich nichts, auch wenn wir gerade streiten. Und ich habe auch das Geschenk, meine Tochter sagt das manches Mal auch zu mir, wenn sie sagt, jetzt geh dich aus dem Zimmer, ich habe dich lieb, Papa, aber jetzt will ich dich nicht sehen, ob diese Momente gibt. Und ich denke mir, Gott hält diese Momente auch aus. Wenn er sagt, wir sind Kinder Gottes, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass wir Gott nie überfordern. Dass Gott diese Basis der Liebe immer für uns aufrechterhalten kann, auch wenn es vielleicht einmal angespannt wirkt, auch wenn wir mit Gott haben. Im Evangelium wird dieses Bild mit dem Bild des guten Hirten besonders ausgedrückt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Das ist eine sehr starke Aussage, finde ich. Das Evangelium selbst wurde ja wahrscheinlich so 30 bis 70 Jahre nach dem Tod Jesus am Kreuz geschrieben, niedergeschrieben, auch um diese Botschaft für die Nachwelt zu erhalten. Und die ganz junge Kirche, so vor 2000 Jahren, hat ja ziemlich viel mitgemacht. Zuerst war da dieser Jesus, den man angreifen konnte, auf den so viel Hoffnung gesetzt wurde, der Wunder wirkte, der diese wirklich beeindruckende Botschaft gebracht hat, und der dann am Kreuz stirbt. Eigentlich eine unfassbare Katastrophe, und Sie kennen das auch aus der Osternacht, aus den Osterlesungen, wie verheerend das auch für die Jünger gewesen sein muss. Und was in der Kirche nicht so oft sozusagen betont wird, es waren dann die Frauen, die als erstes den Glauben aufrechterhalten haben, Maria, die vom Grab gekommen ist. Diese Botschaft der Auferstehung, diese Kraft, die die Jünger plötzlich mitbekommen haben und hinausgegangen sind, um davon zu erzählen, was diese Botschaft Gottes ausmacht. Und ich denke, auch wir können heute noch hinausgehen und davon erzählen, was diese Botschaft Gottes ausmacht. Und dann das Niederschreiben dieser Geschichte in den Evangelium, wo sozusagen aus dem Wissensstand von nach Ostern Menschen versucht haben zu beschreiben, wer ist denn dieser Jesus? Und Johannes ist der Evangelist, der vor allem diese Liebesbeziehung zu Gott auch herausgestrichen hat, auch diese Zusage des guten Hirten. Ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und ich bin auch für die Schafe da, die nicht aus meinem Stall sind.
geht hinaus in die Welt und bringt die Botschaft an alle Menschen. Hirt und Herde werden an ihrer Begegnung wachsen, werden durch das Du zum Ich. Auch hier ist dieses wunderschöne Bild der Begegnung, glaube ich, sehr schön spürbar. Sie kennen einander und sie sorgen füreinander. Sehr konkret wieder für das Heute die Frage, kennen auch wir Gott? Lassen auch wir uns in diese Begegnung so ganz ein? Sind wir standhaft, auch wenn es ernst wird? Oder vertrauen wir auf Hirten, die uns im Stich lassen, wenn sie sehen, dass der Wolf kommt? Auch dieses Bild war in der heutigen Lesung, im heutigen Evangelium zu hören. Genau vor dem Text, den wir heute gehört haben, heute hatten wir Johannes Kapitel 10, Vers 11. Im Vers 10 ist ein Satz, der mir besonders viel Kraft gibt, nämlich der, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Ich möchte jetzt ein bisschen eingehen auf, was tun wir als Caritas? Wie übersetzen wir die Botschaft Gottes heute in diese Welt? Und es sind drei Aspekte der Botschaft, die für mich besonders wichtig sind. Einerseits möchte Gott, dass Menschen ein Leben in Freiheit führen. Er hat das Volk Israel aus Ägypten befreit und er hat mit der Auferstehung nach dem Tod am Kreuz uns auch diese Zuversicht gegeben, nicht einmal das größte Leid und nicht einmal der Tod werden uns unter ihre Herrschaft bringen, sondern die Auferstehung ist die Zuversicht, die wir haben dürfen. Gott möchte, dass Menschen ein Leben in Freiheit führen können. Gott möchte auch, dass Menschen ein Leben in Würde führen können. Wir sind als Abbild und als Ebenbild Gottes geschaffen und als solches ist unsere Würde unteilbar. Ganz egal, ob wir begnadeter Universitätsprofessor oder Menschen mit Behinderung sind, ob wir unglaublich viel Geld am Konto haben oder nicht, die Würde jedes Menschen ist unteilbar und hängt nicht davon ab, was wir können und was wir tun, sondern sie ist uns von Gott geschenkt. Und das Dritte ist, die Botschaft, Gott möchte, dass Menschen ein Leben in Fülle führen können. Eben dieser Satz, ich bin gekommen, damit sie ein Leben in Fülle haben. Und ein Leben in Fülle, ich bin heute in der Früh von Herzogenburg hergefahren und habe mich so auf der Autobahn wirklich unglaublich gefreut über diese Stunde, die mir da geschenkt worden ist, weil jetzt durchs Mostviertel zu fahren, ist sozusagen ein Leben in unglaublicher Fülle. Es blüht links und rechts der Autobahn. Die Autobahn muss man ein bisschen ausblenden, die ist nicht so schön, aber das Rundherum, dort wo nicht gerade Lärmschutzwände sind, ist wirklich zum Genießen. Und ich habe mir gedacht, es ist ein Geschenk, auf dieser Welt leben zu dürfen. Und wir können alle Menschen ein Leben in Fülle haben. Und trotzdem erleben wir Menschen, die ein Leben in Mangel haben. Gerade bei der Caritas, die den Sozialberater stellt, ist uns das immer wieder bewusst. Und wir erleben Situationen, wo Menschen ein Leben in Überfülle haben. Und wie man das zusammenbringt, ein Leben in Überfülle und ein Leben in Mangel auszugleichen und für alle ein Leben in Fülle zu ermöglichen, das ist eine der Fragen, die uns wir in der Caritas auch immer wieder stellen. Wir versuchen, dieses Leben in Freiheit, dieses Leben in Würde und dieses Leben in Fülle überall dort zu verwirklichen, wo wir tätig sind. Ich denke jetzt an die Hauskrankenpflege, wo es eine spannende Frage ist, wenn man auch Körperpflege im Teambereich machen muss, wie kann man hier Menschenwürde erhalten? Wie kann man Menschen, die von psychischen Erkrankungen betroffen sind, ihre Freiheit erhalten, ihre Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen? Wie können wir zum Beispiel auch Flüchtlingen ein Leben in Würde ermöglichen, die fern ihrer Heimat herausgerissen von allen, auch nicht gewollt in dieser Gesellschaft in vielen Fällen, dennoch ein Leben in Würde führen können sollen? Diese Fragen beschäftigen uns in der Caritas immer wieder sehr. Um das zu ermöglichen, brauchen wir auch Hilfe. Und ich möchte noch kurz auf die kommende Haussammlung eingehen. Ich habe vorhin gelernt, hinter mir sitzen ja ganz viele Menschen, die dann auch Haussammlungen gehen werden. Vor mir vielleicht viele Menschen, die das unterstützen. Und Haussammlung ist für uns in der Caritas natürlich die wichtigste Sammlung. Da geht es schon um viel Geld. Ich möchte Ihnen aber auch einen zweiten Aspekt der Haussammlung mitgeben, nämlich das Sammeln von Begegnungen. Ich habe zuerst gesagt, für Menschen sind Begegnungen ganz wichtig und ich glaube, dass auch die Haussammlung eine dieser wichtigen Formen von Begegnung ist. Einer dieser Momente, wo Sie als Pfarrer auch hinausgehen und in Häuser kommen, die sonst vielleicht gar nichts mit der Pfarre zu tun haben. Und ausgehend
von den heutigen Stellen des Evangeliums traue ich mir Ihnen zu sagen, Gott wird mit Ihnen auf dem Weg sein, wenn Sie Haus sammeln gehen.